Ein Nazi-Trio namens NSU war über 10 Jahre lang mordend und raubend durch Deutschland gezogen, unerkannt und unbehelligt. Das ist nach wie vor die offizielle Version dieser Geschichte. Zweifel daran sind mehr denn je angebracht. Allemal, da sich zu bestätigen scheint, dass Mundlos und eventuell auch Frau Zschäpe bei einem V-Mann des Verfassungsschutzes angestellt gewesen sein sollen. Anfragen der Fraktion Die Linke zu diesem Komplex wurden bislang durch die Bundesregierung stets ausweichend beantwortet. Die Bundesregierung gebe aus Gründen des Staatswohls keine Auskunft, hat jüngst Bundesinnenminister de Maizière beschieden. So wird die Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Meineid getrieben, denn sie hatte bedingungslose Aufklärung versprochen. Und so werden die NSU-Opfer weiter verhöhnt und das von Staats wegen. Das alles ist skandalös und für die Linke nicht hinnehmbar. Des Weiteren, es ist naheliegend, dass über das Arbeitsverhältnis von Mundlos bei einem V-Mann Akten beim Verfassungsschutz vorhanden waren. 2011 wurden massenhaft Akten geschreddert, angeblich aus Datenschutzgründen. Ich nehme an, hier geht es eher um Täterschutz.